Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und neben mir der George. Und herzlich willkommen bei einem weiteren Vlog. Nicht so, dass es mir Spaß macht oder so, dass es mich kitzelt oder... Ich muss nur lachen, weil so hat eine Sequenz noch nie begonnen. Wir starten jetzt direkt mit ein paar Fragen und Antworten. Julius hat wieder Fragen gesammelt von euch als Community. Und die beantworte ich jetzt. Wir drehen jetzt ein paar Folgen und die kommen dann immer auf YouTube. Genau. Viel Spaß beim heutigen Vlog. Der George hat sich im Flugzeug auf meine Monster-Kopfhörer gesetzt, ja. Da ist was abgebrochen. Hab ich nicht. Und ich hatte einen Auftrag gekriegt, die Kopfhörer wieder zu reparieren. Ja. Hey. Ist die leichte Version jetzt. Warte, von der Seite, wie wir mehr Licht haben. Ist ein bisschen abgespeckt. Die kosten nur 300 Euro. Nee, aktuell 135 auf Amazon. Echt? Ja. Ey, der soll die reparieren. Mach ich doch. Ey, das tut mir weh. Ich hab zwei davon. Wirst du sehen. Ich hab zwei davon und der stückelt jetzt aus den zwei hoffentlich wieder einen guten zusammen. Wie stehen die Chancen, dass was wird? Du kriegst es hin. 95%. Ihr habt's gehört. 95% im nächsten Vlog oder in der nächsten Sequenz dann die finalen Kopfhörer. Leute, wettet niemals mit mir. Niemals mit mir wetten. Ich wette immer nur, wenn ich mir sicher bin. Julius, auf geht's. Also jetzt? Jetzt? Hier und jetzt. Hier und da. Es ging darum, bei Premiere über die Lautstärke. Ich habe einen Film gehört und habe gesagt, der ist niemals bei der und der Anzahl vom Pegel her. Er sagt, es ist da, aber war es natürlich nicht. 30 Liegestütze waren es. 20 sind es jetzt. Oh. Ja, der Mann, der macht Freeletics mit uns, ja? Der ist fit. Es ist 12.37 Uhr, Leute, und ich kann nichts mehr arbeiten. Es liegt daran, weil morgen mein Event ist, wer will, der kann. Und mein Kopf, der ist gerade so fokussiert auf dieses Event, dass egal welche Aufgabe ich jetzt beginne anzufangen, geht irgendwie nicht. Deswegen gehe ich jetzt trainieren, ja, mache ein bisschen Fitness. Danach lege ich mich unter die Sonnenbank, dann gehe ich noch zur Massage, ja, und dann werde ich morgen das Event rocken. Und nach dem Event wird wieder richtig viel gearbeitet. So Leute, ich bin jetzt an der Uni angekommen. Hier ist unser Hörsaal für das heutige Wer will, der kann Event. Alter, abgefahren. Und die haben hier so eine geile Technik. Ich muss ja mal ein ganz großes Lob aussprechen, ja, an die Universität in Mannheim. So sieht eine Räumlichkeit aus, in der man richtig geil unterrichten kann. Hier oben gibt es sogar noch eine Videokamera. Ja, da oben ist eine Kamera, die mich filmt. Ja, die sieht man jetzt hier oben. Ey, also wenn ich nochmal studieren wollte, da oben bin ich, dann würde ich hier in die Uni in Mannheim gehen. Alter, wie geil ist das denn? Guck mal, da oben wieder rein. Ich habe gerade dem Julius die Kiste hier gegeben und habe gesagt, das soll sie einfach aufmachen, dann gehören ihm die 10 Euro, die da drin sind. Julius, mach doch die Kiste auf. Ohne Gewalt aber. So geil. Eine kurze Vlog-Sequenz, bevor es weitergeht. Wir sind schon bei der ersten Pause. Und die Leute kommen jetzt gerade wieder rein und der Saal füllt sich rappelvoll hier. Geil! So, das Seminar ist gelaufen. Datensicherung des Videomaterials. Mal gucken, ob wir da irgendwann Videotraining dazu rausbringen können. Wer will, der kann. Mensch, war das geil. Ey. Die Zeit verging so schnell. Ich hätte gerne am liebsten noch 3-4 Stunden weitergemacht. Ey. So, nach so einem geilen Tag geht es jetzt mit dem Team noch gemeinsam was essen. Da ist es. Ferdi hat von seiner Freundin Essen bekommen, der ist nicht dabei. Aber ansonsten gehen wir jetzt alle mal hier in so ein Restaurant und hauen uns erstmal den Ranzen voll hier. Leute, es ist Montag, wir haben Besuch aus Berlin. Der Mike ist da und wir nehmen hier gerade ein paar Videos für euch auf.
Sowohl für meinen Kanal als auch für Mikes Kanal. Ich bin schon ganz gespannt, ich bin total nervös. Ich bekomme jetzt fiese Fragen gestellt und ich werde ganz fies antworten. Leute, ich habe gerade mein neues iPhone bekommen. Ich bin jetzt quasi gewechselt vom kleinen, normalen S auf das Plus. Und ich bin gerade total... Also, das ist so krass, wie weit die Technik ist. Ich meine, viele Leute meiner Generation, ja, oder die Älteren noch, wir sind ohne Handys groß geworden, gell? Das ist so der Wahnsinn, das ist noch nicht mal so lange her. Und jetzt, überleg mal, da liegt ein Telefon auf dem Tisch und du sagst einfach nur, hey Siri, ich hab Hunger. Ich schau mal nach. Eine Option in der Nähe ist Chiang Mai in Schwetzingen, Bewertung 4,5 Sterne und die Preise sind erschwinglich. Hast du das gemeint? Nein. Der zweite Ort ist Schwetzinger Brauhaus zum Ritter, ungefähr 1,5 Kilometer entfernt Richtung West, bewertet mit 4 Sternen und adäquat. Boah, die Restaurants haben jetzt echt gute Werbung bekommen. Nein, ich habe keinen Hunger mehr. Vielleicht nicht. Ist doch abgefahren, oder? Ey, also... Ey, Wahnsinn. Leute, heute passiert mal wieder einiges. Nicht nur, dass hier eine neue Kamera liegt. Wow. Sondern heute kommt FotoTV, denn es gibt ein gemeinsames Projekt mit der Laura da hinten. Und hier wird schon fleißig geschminkt. Und wir haben dann auch in unserem Studio jetzt endlich mal den Greenscreen-Hintergrund aufgehangen. Noch nie genutzt. Guck mal, was da Farbe reingekommen ist hier. Ja, mal gucken, ob wir den heute einsetzen. Wie gesagt, FotoTV kommt. Vielleicht filme ich noch die ein oder andere Sequenz. Mal gucken, wie ich zeitlich dazu komme. Ich bin gespannt. So, Freunde, wir lüften ganz großes Geheimnis. Wie arbeitet Laura Helena? Pass mal auf. Heißt es eigentlich Laura Helena oder Laura Helena? Helena. Frau Helena. So wie meine Tante heißt. So wie meine... So, wir produzieren hier gerade, wie gesagt, für und mit FotoTV. Deswegen, wenn ihr das komplette Paket sehen wollt mit vielen, vielen Filmen, müsst ihr ein Abo abschließen. Bei dem da. Halt, da ist er. Der Herr Ludwig. Marc, wie lange kennen wir uns schon? Seit deiner ersten Stunde und seit meiner ersten Stunde, ja, oder? So knapp, ne? Das ist so geil. Als ich angefangen habt ihr auch zeitgleich alles? Ja, meine der ersten Stunde. Krass, Alter. Ich war ganz am Anfang wieder dabei mit FotoTV und bin auch heute dabei beim letzten Mal. Nee. FotoTV oder nicht so an dich. So Leute, heute geht's nach Karlsruhe zu Personal Trainer Karlsruhe, Andreas Drinbacher, AK Mr. T. Das war derjenige, der mich in Form gebracht hat, der quasi mein Fitnessleben verändert hat. Und heute, nach 1,5 Jahren, gehe ich mal wieder hin mit ihm trainieren und dann schauen wir mal, was der Christoph so pumpt. Bringt er mich in Form? Ja, jetzt gucken wir mal, was jeder so kann. Ich versuche mal ein paar Sequenzen einzufangen und wir machen auch später einen Livestream auf Facebook. Jetzt habe ich ganz vergessen, die ganze Zeit zu filmen, Leute, aber ich habe noch eine kleine Überraschung für euch, eine eklige Überraschung für euch. Ganz eklige Überraschung. Guck mal da. Boah, Alter, so sieht es nach Klimmzügen aus. Das hat schon einen Grund, warum ich Handschuhe dabei hatte. Jo, Leute, auf dem Weg jetzt in die Schweiz. Hörbücher sind drauf, eine neue Serie ist drauf, Gotham. 4 Stunden Zugfahrt, heute Abend Meet and Greet in der Schweiz, in Zürich. 25 Leute haben zugesagt, ich versuche eine Sequenz einzufangen. Ja, ich freue mich auf die schöne Schweizer. Jetzt zum Bahnhof und dann mit dem Zug nach Zürich. So Leute, ich bin ja gerade im Zug. Hier ist eine Vollsperrung, schon seit 2 Stunden stehen wir hier. Und nicht nur das, gebt euch mal den, ja, wir sind im Ruhebereich, wie der schnarcht. Komm, wir gucken uns jetzt mal an, wie der schnarcht. Jetzt ist er ruhig. Jetzt schnarcht er die ganze Zeit den Zug voll, jetzt wurscht ist er ruhig. So ein Scheiß. Ey, das müsst ihr hören, gell? Das ist ein Grunzen, ein Pfeifen. Ich hab schon volle Lautstärke auf den Kopfhörern, ja, und ich höre es immer noch.
So, Freunde, vom Zug jetzt direkt ins Auto. Ich bin jetzt unterwegs hier mit Robin. Ich habe einen Facebook-Post gemacht und habe darum gebeten, ob irgendjemand nach Zürich fährt. Und Robin hat direkt zugeschlagen und hilft mir hier aus der Patsche. Und wir beide fahren jetzt nach Zürich zum Meet and Greet. Genau. Jetzt hoffen wir mal, dass die Straßen frei sind hier. Bis jetzt geht's noch. Leute, ich hasse es ja, zu spät zu kommen, ja. Aber das war so geil. Guck mal, wie viele Leute schon da sind. Macht mal Hallo. Hallo, Schweiz. Hier. Hallo. Ist das nicht geil? Alle schon da. Und ich muss euch noch mal ganz kurz was zeigen. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht gleich wieder raus. Aber woran man merkt, dass man in der Schweiz ist, ist, dass hier ein iMac steht. So arbeiten Profis. Schweiz. So, Leute, ich habe noch mal eine ganz kurze Sequenz. Und zwar esse ich hier gerade was, und zwar Rind-Tatatata, oder wie heißt es? Rind? Rind-Tatata. Tartar. Und es kam gerade, 19 Euro kostet der Teller, ich zeige ihn euch gerade mal. Also nur mal so zum Vergleich, meine Hand ist so groß, ja. Diese Mini-Portion kostet 19 Euro. Und dieses Rind hier, dieses kleine Stück Rind, war hinter der Buschgruppe versteckt. Ich habe es erst gar nicht gefunden. Aber, aber es schmeckt so geil. Ich hätte es doppelt gezahlt. Einen schönen guten Morgen. Heute ist jetzt das erste von zwei Seminaren, kommerzielle Porträtfotografie. In der Zwischenzeit merke ich auch so ein klein wenig den versprochenen Muskelkater vom Andreas vom Training. Der hat gesagt, du wirst an mich denken, du wirst weinen, wenn du die Arme hochnehmen musst. Andreas, im Moment ist er noch Pillepalle, ja, ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, da geht ein bisschen mehr. Aber ja, vielleicht kommt ja morgen noch was. So, ich gehe jetzt mal ins Seminar. Ich freue mich voll drauf. Kommerzielle Porträtfotografie. Bam! Eins der wenigen Hotels, die hier im Lobbybereich eine Tischtennisplatte haben. Und jetzt zocke ich mal ein Bird ab. Jetzt kriegst du eine Packung. Bist du soweit? Ich war mal Tischtennisprofi. Frau Dörfmeister. Leute, was eine Schande, ey. So ein geiler Workshop-Tag und ich habe voll vergessen zu filmen, glaube ich jedenfalls. Wie gesagt, kommerzielle Porträtfotografie. Der Workshop war richtig geil. Jetzt geht's gleich noch was essen mit drei Bekannten vom Azoren Bootcamp. Ba-bam! Da sind sie schon. Yeah, meine Schweizer azorischen Freunde. Und wir gehen jetzt zum Chinesen erstmal was essen und morgen dann Photoshop-Workshop. Geil! Hey Leute, ich habe mal wieder eine ganz kurze Brotz-Sequenz für euch. Und zwar mein animiertes Board hier. Ja? Wow, 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 wow. So, und dann werden wir uns einfach mal hier eine Einstellungsebene schwarz-weiß erstellen. Wo wir dann so ein bisschen die Rottöne anpassen können. Und wenn wir die nicht mehr brauchen, ja, die Einstellungsebene schwarz-weiß, gehen wir auf die Korrekturen und ziehen die einfach hier in den Mülleimer. Und es ist kein Scheiß. Die machen da hinten nichts, ja. Ist wirklich so ein animiertes Board. Ja, mit so Kameras an den Ecken. Und dann kannst du hier die Werkzeuge ansteuern, kannst hier navigieren, kannst hier raus, zoomen, rein, zoomen und so weiter. Ja, geiler Schnickschnack. Den nutzen wir eigentlich viel zu wenig. So, Leute, ich bin mal wieder unzufrieden mit meiner Leistung. Und zwar immer dann, wenn es um den Vlog geht. Ich habe jetzt schon wieder 4 Tage nicht gefilmt, ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht, weil so viel zu tun ist. Ich vergesse es einfach. Ja. Heute ist jetzt, ich habe mal wieder dran gedacht, schaut mal. Wir haben jetzt hier gerade Material gerichtet. Da ist noch Material. Und da drüben sind noch Sachen. Wir gehen nämlich jetzt in den Europapark, um dort wieder für die Horror Nights zu fotografieren und übermorgen einen Workshop zu geben. Ja. Der fotografische Part, da sind wir zu siebt, also mit 7 Leuten reisen wir an, um dann an 2 Sets zu fotografieren. Ja, und ich versuche euch ein paar Sequenzen einzufangen. Hallo Chef, juhu! Hallo, hallo! Nee.
Leute, während ich mich hier durch düstere Kulissen bewege, um wilde Charaktere darzustellen, fotografiert hier der George an einem festen Set für die Fotomontagen. Ja, die Darsteller sind hier mal wieder 1A. So, genau. So, da kommt schon der Nächste. Viele kennen ihn auch als Jack Sparrow. Warte mal, hier ein bisschen ans Licht. Hi. Heute bist du ein Butler. Schon. Haha, machen wir jetzt mal ein paar geile Bilder. Mindestens. So Leute, ich shoot gerade ein paar interessante Charaktere bei den Horror Nights. Und ich wollte euch mal eins sagen, ja. Wenn ihr immer so viel Burger esst, ja, und das ganze Fast-Food-Zeug, wisst ihr, wie ihr dann irgendwann aussieht? So. So sieht er dann irgendwann aus, ja. Deswegen, esst gesund. Hey Leute, was geht ab? Ich bin gerade hier im Europapark und erstelle mal wieder ein paar richtig geile Bilder. Ich gehe hier gerade ein paar Kulissen ab, also quasi Location Scouting mache ich eigentlich immer so, aber irgendwie in dieser Kulisse riecht es ganz komisch. Es riecht total verwest. Leute, schau ab hier.